Werft schon mal die Angelruten aus, meine befreundeten Fischergesellen und Gesellen dort draußen vor euren reichen Fischgründen. Petri Heil und willkommen zu einer weiteren Folge von Dragon Quest XI. Sugisarichi Tokio. Motomete. Weiter geht's im Spielgeschehen. Und zwar hier im Fischerdörfchen Nagimuna, in das es uns ja über alle Ecken und Enden die letztendlich verschlagen hat. Ja, wir sind ja aufgebrochen auf ein Abenteuer auf der Suche nach den 6 mysteriösen Orbs, die uns ja zum Lebensbaum führen sollen. 2 haben wir, 4 weitere suchen wir. Sind dann über die Meeresschleuse von Soltico aufs offene Meer geschwommen, haben uns dann verirrt und waren dann auf einmal in einer schneeweißen, zeitlosen Bucht gefangen. Dort traf man dann die Meerjungfrau, Romia hieß sie, ganz genau. Die hat uns verwechselt, dachte erst, wir wären ihr angetrauter zukünftiger Ehemann. Kinai waren wir dann aber nicht. Sie war dann ganz niedergeschlagen, hat dann gesagt, jetzt, oh nein, ich hab Versprechen mit ihm gemacht, wir wollten noch heiraten und das trotz des Meerjungfrauenkodex, dass sie keinen Menschen heiraten darf, hat sie dann trotzdem gemacht und sie wollte nur wissen, wo er ist, hat dann mit uns einen Deal gemacht, und der hieß, wir reisen hier nach Nagimuna, um ihn zu finden, den guten Kinai, und zu ihr zu bringen oder beziehungsweise zu gucken, ob es ihm gut geht, und sie führt uns stattdessen nach unten in die Tiefe des Meeres, zum Meeresheiligtum, wo wir ja einen weiteren Orb vermuten. So weit, so gut, das ist die Geschichte. Und wir sind jetzt hier, wie gesagt, in Nagimuna, in der Kirche, wo wir irgendwo auf die Mutter oder so von China treffen sollten. Ich glaube, irgendwie Verwandte, ne? Mutter? Was, Mutter? Ich glaube schon. So, und da waren wir, haben wir gespeichert und jetzt höre ich die ganze Zeit diese elendige Orgelmusik. Ich kann schon nicht mehr hören, ich werde weiterkommen. Deshalb geht's hier, was? Weiter, ich so, aber nein, die ist hallo? Die Dame, warum ist die Tür verschlossen? Ach so, bei Nacht sollte man die nicht schreiben. Es ist ja schon Nacht draußen, ne? Die schläft ja. Ah, okay. Da wurde uns ja gesagt. Huch. Ach, guck mal. Da knallt es nochmal. Der Tag bricht an. Und das ist ein gutes Zeichen. Denn in der Kirche treffen wir die gute Dame nur tagsüber an. Soweit ich weiß. Oh, und guck mal, da fährt doch schon eine mit irgendeiner Art sonderbaren Kinderwagen entlang. Und der Junge sagt, ah, Großmütterchen, alle, es fängt an, das Theaterstück. Jetzt spielt die hier nämlich etwas vor. Da seid ihr ja alle. Nun, spitzt die Ohren und hört mal ganz genau zu. Ich werde euch nun etwas erzählen. Und zwar die Geschichte von einem furchterregenden Fluch, der hier durch dieses Dorf immer wieder weitergetragen wird. Diese Geschichte, ne? Nicht der Fluch. Die Geschichte wird hier weiter erzählt, genau. Denn es ist eine Geschichte über das furchteinflößendste und zugleich schönste Lebewesen auf dieser Welt. Zack, und jetzt beginnt das Papiertheater. Vor langer, langer Zeit existierte in diesem Dorf ein Fischer, der was von seinem Fach wusste. Der war sehr, sehr fähig. Er war in der Lage, besser als jeder andere Fischer in diesem Dorf, Perlen zu angeln. Und der Bürgermeister des Dorfes war so stolz auf diesen Fischersmann und auf seine Leistung, dass er ihm versprach, ihn mit seiner geliebten Tochter zu vermählen. Und auch seine Tochter, die Tochter des Bürgermeisters, liebte den Fischer sehr. Und der Bürgermeister war sehr beruhigt, dass er nun einen Mann für seine Frau fand. Denn die beiden würden dafür sorgen, dass das Dorf sehr, sehr gedeihen würde und florieren würde und zu großem Ruhm gelangen könnte. Das hat er zumindest geglaubt. Allerdings schwanden plötzlich die friedfertigen Tage. Und ein unheimlicher, monströser, dämonartiger Sturm zog auf. Und so wurde der Fischer hinterrücks attackiert von diesem Sturm und mitsamt seiner Perlenausbeute in die Weiten des Meeres getragen. Er verschwand.
in die finsteren Tiefen des Meeres verschwand der Fischer, er sank immer weiter hinab. Und um ihn herum waren nur die Perlen, sie schimmerten wie der Glanz von Leuchtkäfern, von Glühwürmchen. Und so kam die Zeit, dass der Fischer sich darauf vorbereitete, nun zu sterben. Aber vor dem Fischer erschien plötzlich eine wunderschöne Meerjungfrau. Und die flüsterte dem Fischer ins Ohr. Wenn du leben willst, dann gib mir deine Seele. Und es vergingen Tage. Tage und Tage vergingen. Und die Dorfbewohner dachten längst, der Fischer sei gestorben und haben eine kleine Beerdigung abgehalten. Doch dann passierte etwas Erschreckendes. Der totgeglaubte Fischer erschien plötzlich und kehrte zurück nach Hause. Seine zukünftige Ehefrau, die Tochter des Bürgermeisters, war so glücklich, und sie pflegte den Fischer wieder ganz gesund. Aber der Fischer wirkte komplett wesensverändert. Er war anders. Er blickte Tag ein, Tag aus aufs Meer hinaus und sagte nur noch, dass er eine Meerjungfrau heiraten würde. Er warf seine angetraute Ehefrau weg und reiste wieder in die Weiten des Meeres, weit, und wollte dann dort hinziehen. Das war sein Ende. Der Bürgermeister wurde wütend. Er ergriff den Fischer, der im Begriff war, wegzureisen. Und damit er nicht in See stechen konnte, hat er sein Schiff in Brand gesetzt. Und es folgte, dass der Fischer, dessen Seele von der Meerjungfrau gefressen wurde, eingekerkert wurde, in einem dunklen, einsamen Verlies. So, das war's für heute. Und die Fortsetzung gibt's irgendwann anders mal. Voll schockiert, die Kinder. Wie kannst du solche Horrorgeschichten erzählen? Die Meerjungfrau ist ja wirklich vollkommen schrecklich. Lass uns fliehen. Tja. Wenn die wüssten. Oh, da sind ja Reisende. Wollt ihr etwas von mir, alten Dame? Alte Frau, wir sind auf der Suche nach dem Fischer Kinai. Wir haben gehört, er soll hier in dem Dorf sein. Oh, das ist aber ein seltener Besuch. Ihr seid also Freunde von ihm? Ihr müsst wissen, Kinai ist mein Sohn. Und wenn ihr ihn sucht, er sollte eigentlich im westlichen Meer sich derzeit aufhalten. Und zwar ist er mit den anderen Männern des Dorfes aufgebrochen, um das große Monster, den riesengroßen Monster Kalmar zu erlegen. Falls ihr etwas von ihm wollt, dann könnt ihr ihm doch gleichsam helfen, den großen Kalmar zu besiegen. Wenn er stillgelegt ist, beziehungsweise ruhig gestellt ist, das Monster, dann können auch die anderen Männer des Dorfes zurückkehren. Aber meine Reisenden, passt lieber auf. Denn noch viel furchteinflößender als der Kalmar sind die Meerjungfrauen, die die Menschen auf dem Meer in den Wahnsinn treiben. Was die labert, die Oma? Quatsch! Ich wag Mädchen hören ja nicht an, das sind alles nur Märchengeschichten. So, okay. Reden wir noch mit dir? Das war also das Papiertheater über den Fluch der Meerjungfrau.
Alle kennen das, diese Geschichte. Die müssen nur aufpassen. Sie wissen, die Meerjungfrauen wissen genau, wie sie Menschen mit ihren wunderschönen Augen um den Finger wickeln können. Und ihnen dann das Wichtigste, was sie haben, rauben. Und zwar die Seele. So. Okay, also. Sie sagt nochmal, das Schiff meines Sohnes und der anderen Männer ist Richtung Westen aufgebrochen. Dort jagen sie den das Kalmarmonster Kragon, den Kraken sozusagen. Falls ihr meinen Sohn Kina treffen wollen würdet, dann solltet auch ihr dorthin aufbrechen. Aber vergesst nicht Reisende, halt die Fresse. So, okay. Das war's. Mehr haben wir eigentlich nicht zu erledigen im Dorf. Das haben wir ja zu Genüge in der letzten Folge gegründet. Wir haben echt relativ viele Städte in letzter Zeit gesehen. Wir, also ihr auch, meine lieben Leute, sind jetzt schon ausgebildete Stadtführer nach den ganzen Folgen hier. Also ganz ehrlich, Schule können wir gleich abbrechen. Ja, Ausbildung abbrechen. Stimmt schon, Stadtführer. Zumindest hier in Dragon Quest, ne, 11. Und wenn das hier in Deutschland hier zueinander so auch erscheint, dann könnt ihr mal ein paar Nuancen in der Zeitung stellen, dass ihr die Leute hier durchführt. Ich kennt ja schon alles. So, wie dem auch sei, die Stadt lassen wir jetzt hinter uns und stattdessen schwingen wir uns samt der ganzen Crew und Meute auf unser Schiff und reisen dann einfach mal schön gen Westen, würde ich sagen. So. Wollt ihr denn aufs Schiff, meine Lieben? Ja, natürlich. Lasst uns rauf auf den guten Kahn. Von dort aus können wir dann mal richtig schön gen Westen schippern. Ich hoffe mal, dass das jetzt auf der Karte auch verzeichnet ist, dass wir nicht durch die Leere schwimmen. Aber nein, dort seht ihr schon ein Ausrufungszeichen. Waren das denn die Schiffe, die wir schon mal gesehen hatten auf dem Weg hierher? Mal gucken. Dort, da sind doch schon Schiffe. Und das sieht ganz genau danach aus, als wäre das unser Zielort. So, jetzt aber nochmal kurz zum Aufwärmen ein paar Meermänner samt zum kleinen Muschelschleim hier töten. Das kann man ja am besten. So, komm. Kill das Teil. Mahaton beschwört er. Versiegelt somit unsere Zauberkraft. Auch von Ro, das ist schade. Ich wollte mich gleich eigentlich mit Ro einen harten Zauber hier aussprechen, aber das geht ja leider nicht. Aber was anderes geht. Der gute Mann ist nämlich ziemlich wütend. Aber wie gesagt, bringt nichts. Er kann nicht zaubern. Scheiße. Okay. So, die greifen an, aber treffen nicht. Das ist auch nicht schlecht. So, wir treffen aber umso besser. Ach Mist, jetzt wollte ich eigentlich den anderen attackieren, aber... Na gut, dann halt so. Opa-Schlag. Und noch einmal mit dem Dolch ein... Hier, verpult. Und jetzt machen wir hier kurz den Prozess mit ihm noch. Kreisenhieb! Schade, ich dachte, Ro tötet ihn. Dann macht's halt Kamiu. Jawohl. Okay. Die Monstermeute ist aus dem Weg geschafft. Ro steigt einen Level auf Level 24, lernt noch einen wunderschönen Zauber, und zwar Beheime. Schön. Und noch eine Kiste. Ha, eine große Schuppe war da drinne. Nehmen wir mit. Auf zu den Schiffen, die uns bestimmt schon sehnsüchtig erwarten. Zumindest wissen sie ja noch nichts von unserer Ankunft, aber gleich werden sie uns erblicken und dort hinten... Ach, guck mal da, genau. Die freuen sich scheinbar, dass wir kommen. Ah, da sind sie ja. Das ist also die Schiffsarmada, die unterwegs ist, um den großen Kragen zu besiegen. Unter ihrer Mannschaft sollte dann auch Kinai sein. Hallo, ihr Lieben. Ist dort jemand namens Kinai? Irgendwas scheinen die uns sagen zu wollen. Aber sie sind so weit weg, ich kann sie nicht richtig sehen. Ist dort etwa irgendwie ein Strudel oder... Ist da... Da oben? Sagen sie? Was? Oben?
Kurando! Oben! Was? Oder? In aller Welt war das. Hier fliegen schon die Schiffe. Und nicht nur das. Hey, das ist doch nur ein Scherz, oder? Pukisha! Sagt der Kragon. Und hat sich gleich auf unser Deck geschwungen. Meine Güte, jetzt geht's heiß her. Der Kragon erscheint. Und wir müssen scheinbar gegen ihn kämpfen. So, nur wie machen wir das? Das ist eine Bestie sondergleichen, die uns verdammt viel Energie abzieht. Und Roh ist gleich gestürzt. Verdammter Mist. Wir versuchen gleich erstmal mit unserem Wyberfang ihm hier Wyberfang ein bisschen Gift zu verpassen. Roh sitzt noch. Ach so, okay. Wir haben dreierlei Angriffsfelder. Einmal den Kraken an sich und den linken und rechten Tentakel. Ich greife jetzt erstmal den linken Tentakel weiter an. Mach das mal ganz galant mit einem Hüfthieb. Hä? Aha! Mit der Puperze nach vorne, das kann ja gut laufen. Blade Guard vielleicht, sollten wir uns mal. Ja, yep, uns verteidigen. Vielleicht hilft das ja was. Aua, das tat weh. Und da schlägt er mal was Deck. Das Problem ist, was ich sehe, dass er allen zugleich immer relativ viel Schaden zufügt. Das heißt, wir müssen mal heilen jetzt, ne? Erstmal Kurando. Also wir müssen bedacht vorgehen und immer auch gezielt heilen. Wyberfang. So, und da mal eine Pfote schon mal vergiftet. Und Roh könnt ihr jetzt langsam mal aufstehen, oder? Bevor ihr gleich abkratzt. Scheiße. Können wir heilen mit ihr? Sie hat natürlich nichts in ihrem Beutel, ne? Ah, ne, Ausrüstungsbeutel sollte ihr auch nicht gucken. Damit könnten wir vielleicht ein wenig Heilung verpassen. So, du. Jawohl. Jetzt steh auch wirklich mal auf, denn das wird auch Zeit. So. Geheim und Kami wird jetzt auch geheilt. Wir müssen also wirklich gucken, dass wir hier nicht gleich totgeschlagen werden. Ist der Tentakel wieder geheilt? Nee, das vergibt, wollte ich gerade sagen. Dann versuchen wir ihm hier auch noch einen Gifteinlauf zu verpassen. Und das hat funktioniert. Okay. Aua. Das tut weh. Und jetzt kommt ein eisiger Atem, den er auf uns versprüht. Roh, du musst leider nochmal heilen. Und zwar Martina. Kurando greift an. Hier. Den linken Tentakel. Martina tut selbiges. Das Gift wirkt. Und er schützt sich mit seinem rechten Tentakel. Und mit dem linken schlägt er einmal hier über uns rüber. Martina ist aber nochmal dran. Kann nicht heilen. Das heißt, wir greifen mit ihr an. Ja, linker Tentakel ist weg. Kurando heilt. Und zwar sich selbst am besten. Kamiu versucht mal die Thanatos Hand hier drauf anzuwenden. Jawohl. Das lief gut. So, du. Jetzt kommst du wieder an der Reihe und heilst dich am besten mal selbst. Auch wenn Kamiu natürlich auch gefährdet ist, wäre es schwerwiegender, wenn Roh wegfällt als unser wichtigster Heiler. Jetzt aber bitte, das ist ein Giftheilkraut, aber was auch zugleich 30 Energie heilt. Ich muss das Risiko eingehen und zuschlagen und hoffen, dass Kurando gleich noch drankommt. Oder Roh. Denn dann können wir Kamiu heilen. Jawohl. Der greift an, vergiftet ihn. Hoffentlich irgendwann gleich. Bis dahin kloppen wir einfach noch ein bisschen weiter drauf rum. So. Komm.
So. Die Schutzfertigkeit ist abgeklungen. Aber er kann sich trotzdem nochmal selbst heilen. So, jetzt wird ein giftiges Sekret hier ausgesondert, was einschläfernd wirkt. Und er holt seine Beine wieder. Das ist sehr schlecht. Die Beine schlafen. Aber sie sind geschwächt. Das muss man dazu sagen. Dann versuchen wir es nochmal so. Vergiften wir die Flossen. So, kam jetzt nochmal daran. Also das gleiche Spiel. Von vorne und das funktioniert sogar sehr gut. Ah! Das hat gesessen. Starker Angriff. Ja, Kamio gleichsam niedergeworfen hat. Kudando greift an. Ro heilt. Und zwar sich selbst. Da muss man schon ein bisschen taktischer vorgehen bei dem Kampf. Auch wenn wir dem Kraken an sich jetzt selbst nicht wirklich viel abgezogen haben. Bisher, sondern nur seine Tentakel immer außer Gefecht gesetzt haben. Er kann noch nicht aufstehen. Aber ich denke, es ist zentral, dass wir wirklich erst die Tentakel ausschalten und ihn dann angreifen. So. Kamio. Jawohl, das war gut. Schützt er sich. Aber nicht mehr lange. So, eisiger Atem. Martina, greif an. Es hat nicht wirklich viel abgezogen. Leider. Aber es ist ein ständiges Geheile hier derzeit. Was uns aber am Leben hält. So, komm. Jetzt haben wir ihn vergiftet. Sehr gut. So, wie gehen wir jetzt vor? Heilen müssen wir gerade noch nicht. Wir senken seine Verteidigung. Lucani! Das hat funktioniert. So, er zweifelt gerade an der Situation überhaupt, denn er merkt, oh oh, dass es ihm nicht so gut geht. Okay, Kudano, du heilst nochmal. Martina. Sehr gut, Kamio. Das habe ich gebraucht. Renke. Kaijin! Sehr gut. Damit haben wir einen Explosionszirkel unter ihm erschaffen. Ro. Du bist gut dabei, wenn du ihm Kamio nochmal heilst. Und Kamio versucht jetzt, den vergifteten Gegner einmal noch mit der Thanatos-Hand Schaden zuzufügen. Und das tut er auch sehr gut. Martina steigt in den Sohnzustand und greift ihn auch mit einem Flammenangriff an. Mit Hilfe von Kudando verpassen wir ihm richtig hier einen schönen Feuerkick. Und das motiviert gleichsam auch Kudando, der aber nichts machen kann. Großartig mit seinem Sohn. Na gut, dann greifen wir einfach an. Süßer Atem. Schläfert aber niemanden ein. Trotz dessen holt er seine Tentakel wieder zurück ins Spiel. Mal gucken, wie... Naja, das bringt nichts. Ich kann sagen, mal gucken, wie ihm Eis schmeckt, aber das versuchen wir erst gar nicht. Wir setzen aber erstmal nochmal die Tentakel aus dem Verkehr hier. Und zwar auf die altbewährte Art und Weise. So.
Ah, das hat relativ gesessen. So, Kudano erstmal heilen. Danke, du. Und, ja, wir vergiften einfach mal weiter, ne? Das zieht immer ziemlich, ne? Eisiger Atem noch hinterher. Jetzt ist Ro ziemlich gefährdet. Das heißt, wir heilen ihn einfach mal. Okay. Ro, was machst du? Du heilst uns auch weiter, ne? Kamio. Und der versucht noch einmal das Vieh zu vergiften. Geschwächt ist es ja schon mal. So, Kurano, du heilst nochmal. Und so Martina. So, jetzt ist leider der Explosionszirkel verschwunden. Macht aber gar nichts. Denn wir schaffen das auch so irgendwie. Ah, verdammt. Jetzt hat er keine MP mehr. Wir haben auch nichts dabei, um ihn zu unterstützen irgendwie, ne? Aber ein Angriff hilft ja bei der Regeneration. Das heißt, wir müssen jetzt kurz einen Protest machen. Und das funktioniert auch, denn unser Heiler wäre sonst weggebrochen. Aber der Kragen ist besiegt. Wir kriegen 6000 Erfahrungspunkte und 4000 Gold. Jawohl, das ist gut. Kurano steigt auf Level 25, lernt noch einen neuen Zauberspruch, und zwar Melami. So, Veronica steigt auf Level 25. Noch wer? Xenia auf Level 24, lernt einen weiteren Zauberspruch, und zwar Saki. So, noch wer? Chirubia auf Level 24. Und? Ist niemand? Nee, gut. Dann haben wir das auch erledigt. Das Monster besiegt. Goodbye, mein kleiner Randalierer. Fantastisch. Ah, ich weiß zwar nicht, wer ihr seid, aber ihr habt uns geholfen und gerettet. Meine Güte, und auch all diejenigen, die ins Meer gefallen sind von unseren Dorfbewohnern, wurden alle gerettet dank euch. Alles eurer Hilfe zu Dank. Vielen Dank. Ich würde euch am liebsten hier gleich umarmen. Ihr habt so viel Dank verdient von uns. Ich würde sagen, wir machen heute eine große Feier zur Niederschlagung dieser Bestie des großen Killerkalmars. Also kommt doch in unser Dorf, wir feiern da groß. Und ich verspreche euch eins, die Weiber aus unserem Dorf, die machen fantastisches Essen. Also, ihr könnt euch drauf freuen. Also, komm, lasst uns zurückkehren in unsere Heimat, das Fischerdorf. Drum schippern sie weiter. Los, gen Heimat. Und wir laden uns dorthin am besten. Da müssen wir nicht mehr kämpfen unterwegs, oder? Das wäre doch schön. Das wäre doch richtig, richtig schön. So. Und da wären wir. Zurück in Nagimuna. Jawohl. Und hier wird groß gefeiert. Da liegen schon die ersten flach. Und wir werden uns denen anschließen. Aber erst in der nächsten Folge, meine lieben Freunde. Das war's an dieser Stelle. Wir haben das Krakenmonster besiegt, bezwungen und somit erst einmal wieder Frieden hergestellt. Und jetzt geht's auf die Suche nach Kinai. Und den werden wir hoffentlich in der nächsten Folge finden. Bis dahin könnt ihr nochmal schön kommentieren, liken und machen. Ich freue mich auf euch. Bis zum nächsten Mal. Gehabt euch wohl und auf Wiedersehen.